Ja, es geht jetzt darum, herauszufinden, mit welcher Formel diese Formel hier verwandt ist. Wir haben auch die, also ich habe damals oder habe die Bezeichnungen speziell gewählt, damit man auf jeden Fall darauf kommen kann. Wer kann mir denn sagen, mit welcher Formel diese Formel wohl verwandt ist? Und was ist denn das hier? Sollten Sie schon mal gesehen haben. Also eine Differenz. Eventuell für die Formel für ein begrenztes Integral. Völlig richtig. Das, also es ist in Ordnung. Bei mir heißt diese Formel falscher Hauptsatz. Aber er ist nicht falsch, er ist nur kein Hauptsatz. Ja? Also das ist der falsche Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Sie haben völlig recht, da geht es um die Flächenberechnung. Das heißt, das, was Sie hier sehen, ist tatsächlich eine Fläche. Diese Fläche, die sehen Sie nur noch nicht. Ja? Die machen wir, aber heute machen wir die nicht mehr. Aber wie gesagt, die werden wir demnächst ansprechen, diese Fläche, die damit gemeint ist. Und wenn wir eine Fläche haben, dann haben wir, wie Sie richtig gesagt haben, ein Integral. Ich berichte das, ohne dass Sie das genau zuordnen können. Also das heißt, da gibt es ein Integral von a bis b, f von t dt, ja, was das hier ist. Und tatsächlich, wenn Sie das hier ableiten, dann kriegen Sie eine Funktion raus. Jetzt haben wir aber festgestellt, dass Verteilungsfunktionen ja nicht unbedingt überhaupt differenzierbar sind. Die haben ja Ecken drin und Kanten. Das macht aber gar nichts. Das heißt, das funktioniert tatsächlich so. Also ja, diese Wahrscheinlichkeit entspricht tatsächlich nach dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung einer Fläche. Ja, aber wie gesagt, die kennen wir noch nicht und diese Formel ist mit den Integralen verwandt.